Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Don't Stuff Together. Ich bin gestorben. Mit Chihiro natürlich. Ja, was ist denn jetzt hier mit Abigail? Die wird mir gerade bei der geistigen Gesundheit angezeigt. Oh. Okay. Ich flieg gerade mal zu dem. Achso, da weiter rechts ist er. Mal zu dem Wiederbelebungsstein. Denn komischerweise habe ich die Einstellung nicht gefunden. Gerade. Oh, voll viele kleine Bifelos. Ich habe so viele Froschschenkel hier. Ja. Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Ich brauche Blumen. Das, das Schöne ist, die Dings sind dadurch, dass sie jetzt. Komm. Könnt ihr die mal bitte kiten? Warum muss ich nur an der Notwendigkeit des Lebens arbeiten? Genau. Schön platt machen, schön platt machen. Oh ja. Boah, das geht mir so auf die Nerven mit dem Regen. Ich versuche jetzt mal nicht da ein bisschen was aufzusammeln, ohne dass ich. Oh, 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 oh! Spin vs. Bifelos. Spin vs. Bifelos, okay. Aber richtig. Warum muss ich nur die an der Notwendigkeit des Lebens arbeiten? Aber oh, da sind richtig. Ganz viele Blumen. Oh, schön, der Wiederbelebungsstein steht auch wieder. Also nasse Blumen bringen vielleicht gar nicht so viel Gesundheit, geistig, oder? Das kann natürlich sein. Schick. Hat gerade mal schick gesagt. Schick. Jetzt werde ich schon von zwei Viechern verfolgt. Das Gute ist, meine geistige Gesundheit ist jetzt wieder bei 92. Wollt jetzt nicht mal eben sterben? Ich will nämlich nicht, dass mein Herz irgendwann wieder halbiert ist und ich da voll die Angst haben muss. Ja, das ist klar. Ist verständlich. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Uncool, 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 Leute. Uncool. Das klingt nicht so gut bei dir. Ja, ich wollte gerade ein paar Froschschenkel aufsammeln. Betonung auf wollte. Ey. Ich nehme doch schon mega viele Blumen mit. Lass mich doch in Ruhe jetzt. Abigail, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, wo du mal kommst. Lass mich in Ruhe, Buffalo. Lass mich in Ruhe. Ernsthaft? Ich hasse dieses. Ja, dann gehen wir doch schon mal wieder zurück. Wir werden 28 Froschschenkel braten. Unsere Froschschenkel fahren. Ja. Ich schweb dann mal wieder zum Stein. Oh, diese Musik, die gefällt ja, mir überhaupt nicht. Ja, den ich gar nicht benutzen kann, weil ich den schon benutzt habe. Ah, geil. Diese Biefe los, ey. Ja, ich kann mich gerade nicht wiederbeleben. Das ist scheiße. Ziemlich. Ist doch zum Kotzen, ist das doch. Ich meine mal. Warum singt denn meine geistige Gesundheit jetzt die ganze Zeit? Huch. Springende Froschschenkel. Jetzt pense! Eben töten sie mich und jetzt pense.
Weißt du Bescheid? Trixi. Ach, was mache ich nur? Oh, da bist du ja. Und ich kann mich nie wiederbeleben. Ja. Uncool. Aber ich es sei denn, du könntest eventuell das Ding. Wiederbelebungsding. Geht denn das? Moment, ich guck gerade, wo ich das hier in der Liste habe. Ich weiß, irgendwo habe ich das hier. Bienenstock, nein. Heilsalbe. Dann packen wir doch noch ein bisschen Essen hier rein. Also das müsste, müsstest du mal schauen, wo das zu finden ist. Direkt. Müsste bei Heilsalbe auch mit drin sein. Überleben? Das kann sein. Zelt. Müsste relativ weit oben sein. Auffrischungsimpfung, Honigumschlag. Auffrischungsimpfung weiter oben. Das weiß ich. Die. Ach, dreht sich. Lass sie in Ruhe. Es gibt's doch echt nicht. Geh mal ein paar Blumen sammeln. Meine Güte. Das geht mir so auf die Nerven hier mit der geistigen Gesundheit. Wo ist Abigail, wenn man sie braucht, ey? Blümchen. Habe ich nicht mal wieder genug geistige Gesundheit hier, also echt. Ja. Ich guck gleich noch mal nach, wenn ich nicht mehr geistig und das hier oben für ein Zeichen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Müsste eigentlich, wenn du ja noch lebst, ne? Trotzdem machbar sein, dass ich kurz vom Server gehe, oder? Probier's aus, dann sieh's. Trennen. Tu es. Weil dann schau ich mal. Weil ich hab hier ein bisschen was gefunden. Oh, häng doch nicht in der Welt fest, da kommt ein Viech an. Jetzt habe ich einen Disconnect. Ja. Du hast die Verbindung zum Server verloren, okay. Dann, weil ich gehostet habe. Aber ich habe hier. Ist das Madness? Ja. Diese schöne Anmeldung. Moment. Ja, sonst würde ich sagen, machen wir hier eine Pause, bis wir wieder im Spiel sind und das mit der Wiederbelebung funktioniert. Ja, da sind wir wieder. Versuch Nummer 3, würde ich sagen. Und sieht interessant aus, was hier oben steht. Marmorfigur. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es damit auf sich hat. Aber hier sind Blümchen. Das ist schon mal schön. So. Vielleicht sollten wir die Blümchen da nicht wegklauen. Ja, wäre eine Idee. Ich war mal so frei, hab ein paar Büsche mehr eingestellt. Und nachdem wir alles neu einstellen mussten, weil der alte Server sich einfach umgeändert hat. Ja, und jetzt ist es auch wieder auf endlos. Das heißt, dementsprechend kann man sich wieder beim Dings wiederbeleben. Und ich sehe gerade einen Frosch.
Ich hoffe, dass wir uns dann wiederbeleben können. Ja, jetzt müsste es wieder funktionieren. Und hier sind Hasenbaum. Oh. Ich glaube, wir bleiben sowieso in der Nähe vom Portal. Ja. Wieder mal. Merkwürdig. Ich brauche aber Steine. Gerade mal so auf. Ich habe gar keinen Stein. Oh, ich habe einen Bumerang. Geil. Ich bin der König der Welt. Ich habe einen Bumerang. Ein Bienenstock. So. So, ich würde gerne mal was bauen, damit wir das Holz fällen können. Hast denn für eine Axt alles zusammen? Nee, habe ich halt in der Tat nicht. Mir fehlt noch Feuerstein. Mir auch. Das ist es ja. Mir auch. Oh, ich glaube, ich habe hier sogar einen guten Platz für unser... Ich habe einen Feuerstein. Achso. Meine Axt. Ganz wichtig. Na komm. Wir bleiben wieder beim Portal, ne? Ja. Und hier hinten ist sogar auch noch ein schön weites Gebiet. Was natürlich in der Hinsicht praktisch ist. Das ist gut. Also hier so direkt südlich vom, beziehungsweise südöstlich vom Portal, so ist ja alles freie Fläche. Bin jetzt so, ich besorge jetzt noch mal ein bisschen Holz, damit wir so ein Feuerstellen-Dings bauen können. Ja. Ich bin auch schon dabei, Holz zu hacken. So. War jetzt aber auch echt ätzend, weil wir hatten ja auch schon einen Schmortopf und so. Wir hatten echt schon schöne Sachen. Und vor allem Material hatten wir ja richtig geil, ne? Mhm. Aber nein. Server sagt nein. Stein, aber den kann ich nicht abbauen, weil mir fehlt 2 Flints. Bring dich mal zurück zum Portal so langsam. Den weitläufig schon mal nach rechts erkunden. Ja, rechts bin ich so circa. So. Oh, eine Straße. Oh nein. Nicht das Vieh. Das Vieh ist nervig. Bau das schnell. So, ich bin beim Portal mit einem Lagerfeuer. Ja, und ich hab eine Fackel. Nein! Viech, verpiss dich. Hört sich nicht gut an. Ja. Ich werd verfolgt. Merkwürdig. Wo ist denn das scheiß Portal? Da oben. Ich werde verfolgt. Von dem Tisch da. Von dem Tisch. Und ich weiß, was da unten. Was macht der eigentlich? Was, ich weiß, da unter ist eine Spinne. Oh. Aber die macht, glaube ich, an sich nicht so viel. Ich guck mal kurz. Beistelltisch. Ach, mir ist nur warm, glaube ich. Ja. Weil ich zu nah beim Feuer stehe. Mal wieder ein Spiel. Da ist er ja. Der Beistelltisch. Der einfach mal keinen Beitrag hat. Ist auch schön. Weil er einfach nur ein Beistelltisch ist, ja. Der wackelt auch überhaupt nicht verdächtig oder so. Schon wieder alles von vorne anfangen. So. Zehn Jahre später ist dann auch gleich mal wieder Tag.
Den konnte ich komischerweise nämlich nicht aufstellen. Ah, da habe ich doch einen Beitrag gefunden. So. Der Stagehand ist eine natürliche Objekt, was nicht verhungert zusammen, bla bla bla. Mit jetzt wird einem warm. Scheint etwas zu haben. Darunter bewegt sich nämlich nachts eine Hand. Nachts schleichen sich die Beine der Kreatur unter dem Tisch und suchen nach einer Quelle angezogen, die Feuer erzeugt, wie Lagerfeuer und Fackeln. Wenn der Spieler zu nahe an dem Tisch kommt, wenn er nachts sichtbar ist, geht die Kreatur wieder unter den Tisch. Charaktere können den bla bla bla, es ist nicht zerstört werden, aber hämmert 86 Mal, erfordert 2 Hämmer, wird es fallen gelassen und Endtable bla bla bla. Was ist das für Musik? Da ist ein Häschen! Scheiße, das ist wieder Sonne. Ah, mir ist warm. Mir ist zu warm. Ja, ich krieg hier auch schon Sonnenbrand. Ach Gott. Strohhut. Zang. Ein Strohhut. Was denn? Strohhut steht, hält kühl. Was soll der Witz denn? Hält kühl. Machen wir doch mal. Ja, das Problem ist, der hält bei mir komischerweise gerade nicht kühl. Vielleicht wirst du in der Wüste nicht verbrennen damit oder so. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Okay, ich werde... Mir wird auch gerade wieder warm. Ah, jetzt wird mir kühler. Gott sei Dank. Zack. Also zack. Eigentlich suche ich noch einen Stein. So und so. Jetzt wird mir schon wieder warm. Ja, mir auch. Jetzt haben wir nicht mal das Problem mit dem Regen, sondern das Problem mit der Wärme. Hm. So. Oh, ich habe Steine gefunden. Was ist das? Ich brauche Eis oder Schatten. Mir ist elendig heiß. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ist auch witzig. Ich brauche Eis oder Schatten. Ich habe doch gar keinen Schatten. Merkwürdig. Hier stehe ich unterm Baum. Es ist genug Schatten da. Meinst du, das funktioniert? Komischerweise ist die Wärme weggegangen. Ja, dann bauen wir hier doch mal die Steine ab. Tatsache. Mehr als sterben kann man ja nicht, ne? Tatsächlich. Wenn man sich zu einem Baum hinstellt, geht diese Wärme wieder weg. Sehr witzig. Gut zu wissen. Ich find's witzig. Auf jeden Fall habe ich gleich genug Steine, damit wir das Lagerfeuer bauen können. Das Permanente, ne? Ja. Vielleicht sollten wir das Endotherme bauen. Nee, achso, das, ja. Das können wir natürlich auch bauen. Das braucht erstmal die Wissenschaftsmaschine. Achso. Das ist ein Problem. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, dumm. Dann gehe ich jetzt mal zurück. Warte mal, bevor du jetzt zu sehr an den Dings bist. Wir können, glaube ich, mal ein bisschen nördlich vom Portal machen.
Weil dann sind nervt. so mega viele Steine. Weil dann nervt vielleicht dieser Tisch nicht mehr so. Weißt du? Ja, Ja, hier. ich muss erstmal runterlaufen. Hier ist so eine richtig coole Kreuzung. Richtig coole Kreuzung. Ja. Grasgebiet oder was? Nee, Wald mit hin zum Gras und. Also, wenn du den Weg nach oben folgst. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wo du bist. Ich folge mal dem Weg. Jetzt bin ich hier an der Kreuzung beim Grasgebiet. Nämlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Boah, Wie ich bin weit mit dem bist du Map, denn Alter. vom Portal weg? Oder bist du exakt zack nördlich vom Portal oder? Ich bin fast nördlich vom Portal. Oh, Feuergrube, mach schneller! Oh, danke. Das ist witzig. Ich weiß nämlich nicht, wo du bist. Ich bin jetzt nördlich vom Portal. Ja, warte. Ja, Ich aber habe hier so einen Bienenstock in der Nähe. Bienenstock, da sehe ich einen Bienenstock, das ist schon mal. Und ich bin über dem Bienenstock. Es ist schon mal eine Wegrichtung, die ich finde, Das sind weil. zwei Bienenstöcke, sehe ich gerade. Also das ist so eine Kreuzung, wo drei Wege von weggehen. Da ist noch ein Bienenstock. Ein bisschen weiter nach Nein! oben. Scheiße, scheiße, scheiße. Bau die Wissenschaftsmaschinen hier schon mal hin. Ein Wurmloch habe ich hier gesehen. Warte mal, ein Wurmloch habe ich auch gesehen. Da ist noch ein Bienenstock. Ein zweiter Bienenstock. Ziemlich auf der Portallinie ungefähr. Ein bisschen rechts daneben, nördlich gesehen. Ja, da habe ich einen Bienenstock. So. Ah, da oben, ich sehe es. Hallo. Ich bin der Na. Neue. Das essen wir erstmal fleißig. Brauchst du auch was zu essen? Warte. Erstmal das. So. Nee, ich habe Karotten und das alles hier. Wenn du nicht im Weg stehen würdest. Weil die Kreuzung hier ist echt schick eigentlich, finde ich. Ja, vor allen Dingen ist noch nicht zu weit weg von dem, ist auch weit genug weg von diesem komischen Tisch. So. Dann erstmal hier. Erstmal zum Baum stellen. Weil die Wärme macht nämlich auch ab einem bestimmten Bereich Schaden. Das glaube ich. So. Gucken wir mal. So, dann pflanze ich hier jetzt erstmal gleich noch ein paar Bäume. Nachdem ich Ich hier. stelle schon mal Truhen hin. Genau, hier drüben können wir ja so einen kleinen Wald bauen. Dann haben wir wenigstens. Ich würde auch mindestens einen großen Baum stehen lassen, dass man wenigstens bei der Wärme hier schön in den Schatten gehen kann. Ne? So, ich schmeiß da mal ein bisschen was rein. Erstmal mit dem Baum kuscheln, ey. Erstmal schön ein bisschen was reinbauen. Reinschmeißen. Holzstapel, elektrisches Dingsbums. Ich habe ja das Gold hier auch irgendwo. Das Gold habe ich, was da auf dem Boden lag, habe ich in eine Kiste gepackt. Ah, okay. Weil dann können wir das Alchemie-Ding auch fast bauen. Ja, okay. Willst du dich da drum kümmern erstmal?
Ja, ich würde es dann Weil weitermachen. sonst bauen wir das doppelt, weißt du? Das ist ja Ja, nee, das macht ja keinen Sinn. nicht Sinn der Sache. So, Steine. so wie das aussieht, ist hier östlich noch Alter. Steingebiet, dass da eventuell Steine kommen. Da sind noch richtig viel Steine, also. Und nördlich ist Sumpf. Sumpf ist ja auch Sinn. Gut. Ah, da kommt gerade. Na komm, 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 komm. Oh, da sind Bock. Frösche. Ups. Okay. Mich lassen sie in Ruhe. Scheiße Jetzt hatte ich. ich, die kommen zu mir. Ja, tun sie. Lasst mich in Ruhe. Jetzt nervt die Hitze, ne? Nein, sie haben mir meine Karotten aus dem Inventar geklaut. Ja. Nicht nett von euch. Komm her. Fange ich doch schon mal an, Bäume zu fällen. Oh. Ja, zum Glück nicht anstrengend oder so. So minimal, ne? Alles stirbt. Okay, jetzt kann ich mal schauen, wo die mir meine Karotten hier aus dem Inventar geklaut haben. Oh, ich habe welche aufgenommen, die hier rumlagen. Oh, okay, ist okay, ist okay. Hauptsache, die bleiben nicht liegen. Wir bräuchten eigentlich mal irgendwas, was. Also vernünftig farmen kann man da nur, wenn es Abend, Nacht wird. Hast du eventuell irgendwo Spinnen gesehen? Nee, noch nicht. Ich war damit beschäftigt, nicht zu verbrennen in der Sonne. Ja, du? Hä? Hier liegt was von dir. Was denn? Abigails Blume. Oh. Hier Ich glaube, beim mein Lager. Inventar war ein bisschen voll. Hier beim Lager. Hm? Direkt bei der Dingsmaschine, weißt du? Ja, ich kann mir auch eine craften. Sonst. Irgendwie kann ich sie ja eh nicht vernünftig beschwören. Ich werde mal kurz nördlich ein Stückchen weitergehen. Boah, diese Hitze, Diese ne? Hitze echt. Hier ab zum Baumstämmen. Gut. Einfach um mal zu gucken, habe ich hier oben. Oh, Buffalos haben wir hier oben schon mal. Wie viel los? Das ist schon mal vorteilhaft. Boah, es wurde in meinem Zimmer gerade dunkel und ich habe ganz kurz einen Schock bekommen. Dum, 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 dum. Was? Kann nicht mehr tragen, Alter. So, ich komme langsam mal zurück. Ich brauche nämlich eigentlich ein paar Spinnenweben für eine Angel. Dann könnte ich hier oben angeln. So, erstmal. Oh. Zack. Da fehlt mir Gold für. Ich hab gemerkt, dass es dunkel wurde. Warte, ich kann ein endothermes Feuer machen. Ja, Hauptsache, es wird hell. Ja. So, und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und ja, ich hoffe mal, alle guten Dinge sind ja drei, ne? Dass wir hier dann auch Vernünftig spielen bisschen können. vernünftiger was aufbauen können. Ja, Das hoffe ich auch. deswegen würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lovos. Und? Tschüss.